Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, Brüder und Schwestern Kalans. Ja, wir haben eine Liste bekommen, die müssen wir uns direkt mal angucken. Da stehen wohl die Codes drauf, die wir nämlich benötigen. Ein verwittertes Bild, ja genau, wieder irgend so ein Schatz oder so. Die gehe ich ja dann irgendwann mal ab, falls wir die nicht dann schon gefunden hatten. Genau, da sind die Notizen zur Erinnerung. Achso, das sind die Codes jetzt für die, zur Erinnerung. Was haben wir denn? 9981, dann haben wir 1758 und 1455. Welcher Code zu welcher Einheit gehört, habe ich zwar wieder vergessen, aber so viel Auswahl gibt es ja nicht. Ja, PS, diese Notiz ist nur für mich bestimmt, wenn du also nicht meinen Namen trägst und ja, alles klar. Möge dir der Arsch auf Grundeis gehen. Ich muss extra einen Typen anhauen, der dieses Ding knackt. Den Zugriff für den neuen Codes, alles klar. Gut, haben wir gemacht. Dann wollen wir uns natürlich auch ergiebig, ausgiebig umgucken. So, was haben wir denn? Ein Bett, wir könnten uns schlafen legen. Noch ein Kartenstück, jawohl. Aber wie viele Karten gibt es denn hier? Unglaublich. Zig Millionen Karten. Es wird, glaube ich, eh dunkel. Wir könnten uns bis morgens mal schlafen legen. Der ist verschlossen, den können wir gleich aufmachen. Mal eben kurz eine Runde schlafen legen bis zum nächsten Morgen. Und dann schauen wir doch mal. Jawohl. Oh nee, es regnet. Ah, schade. Oh, und was für ein Dröhnen, ne? So, Vorratslager, verschlossen. Wir können es hacken. Gibt Hacken uns Erfahrungspunkte. Ich probiere es einfach mal. So, hacken. Wir haben noch eine Zeit, die abläuft. Das ist natürlich auch cool. So, die 1-4 ist richtig. Dann nehmen wir 5-2. Die 5 ist richtig. Die 3... Die 3 ist falsch, dann gib mir die 7. Das war nichts. Ah, schade. Wir probieren es noch einmal. Weil ich möchte gerne einfach mal wissen, ob wir halt nun mal Erfahrungspunkte kriegen oder nicht. Warum nimmst du keine Zahl hier mehr? 8, 9. So, Enter. Die 5 steht an falscher Position, der Rest ist falsch. Dann machst du hier 5, 2, 1, 6, 0. 5 und 4 falsche Position. Das heißt, 3... 4, 5, 1. Ja, die 1 müsste an erster Stelle stehen, dann die 2. Das war nichts. Wie, das war nichts? Was? Habe ich mich vertan? Oh Mann, ist mir jetzt aber auch so blöd. Also, 9, 9, 8. Moment mal, löschen. 9, 9, hallo. 9, 9, 8, 1. Das war nichts. Alles klar. Dann hatten wir 1, 7, 5, 8. Das war nichts. Ah, klasse. So, der letzte wäre 1, 4. Was habe ich mir da aufgeschrieben? 5, 9? Das war nichts. Nee, war es nicht. Oh Gott, ich und meine Handschrift, ne? Ich kann es nicht mehr entziffern. Es war zu schnell, die müssen verzeihen. Ich habe ja sonst immer hier so einen Zettel bei mir liegen, aber... der letzte war 1, 4, 5, 5. 1, 4, 5, 5. Öffne dich. Geht doch. Jawohl. So, Überlebens... Ja, Überlebenspakete. Mehr wollten wir doch gar nicht. Wo haben wir denn noch welche hier? Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitgehen lassen können? Auf dem Dach oder so höchstwahrscheinlich nicht, aber drumherum lag ja irgendwie Wer was, Wer auch ne? immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Glaubst du? Hatte wenig zu befürchten? Ich bin mir da nicht so sicher, wenn du das so sagst. Oh, da drinnen könnte ja auch noch was liegen, ne? Müssen wir gleich mal eben gucken. So, und ihr seid noch die anderen Handlang... Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Nein. Könntest aber eine Mütze voll Schlaf vertragen, ich seh's dir doch an. Besser du vergisst nicht, dich ab und an in die Horizontale zu begeben. Und komm ja nicht auf die Idee, ein Nickerchen zwischen den Felsen zu machen. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Aber wie viel Elixit haben wir noch? Ne, wir haben noch genug. Die haben uns jetzt hier nicht beklaut oder so, oder? Da mache ich mir jetzt schon gerade ein bisschen Sorgen. Oh, was haben wir hier noch? Ein kleiner Mana-Trank. Ja, gib mal her. Und natürlich noch ein bisschen Brennstoff, ja, für unseren Flammenwerfer. Den könnte ich eigentlich auch mal rausholen. So sieht er aus. Ne, unser Flammenwerfer. Ist schon ganz cool und lässig, ne, irgendwie. Einfach mal ein bisschen mit rumgeschossen. Wir könnten ihn ja das nächste Mal einsetzen. Mal gucken, was wir dann kriegen. So, mit dir hatten wir uns unterhalten. Oh ja, das sieht ja wunderbar aus. Nee, da möchte ich mich nicht hinsetzen. Aber ich nehme gerne euer Toilettenpapier mit.
Damit ihr auch schön wieder die Blätter wie in Risen 1 bis 3 benutzen könnt. Ne, Natur pur ist die Devise. So, was haben wir hier jetzt noch Schönes? Vorratslager. So, was haben wir noch? 9981 wäre der erste. Geht doch. Jawohl, sehr gut. Sehr schön. Nehmen wir natürlich alles mit. Ein kleiner blauer Stein. Wer sagt es denn? Das ist doch super. So, hier haben wir jetzt das letzte. Und das letzte wäre 1758. Geht doch. Jawohl, haben wir's. So, damit haben wir alle Überlebenspakete. Wir hätten natürlich auch jetzt wahrscheinlich den beklauen können mit dem Taschendiebstahl, ne? War ja eigentlich klar und offensichtlich, dass wir das nutzen können, aber nee, wir sind ja eine ehrliche Haut, ne? Eigentlich nicht, aber naja, verratet es keinem weiter. So, haben wir da oben drauf irgendwas Schönes? Hier haben wir nichts, da drüben haben wir nichts, da drüben könnte etwas sein. Ja, da oben ist auf jeden Fall ein Pflänzchen. Und zwar hinten auf dem Berge. So, was haben wir hier noch Schönes drinne? Oh, guck mal, Energiespeicher. Oh, vier da Häuser. Da hängt noch etwas dran. Jawohl, wer sagt es denn? Nice. Ne, ich sag ja, die sind irgendwie komplett verteilt überall, diese Häuserkarten. Die kann man sich dann in aller Ruhe angucken. Oh, komm ganz nach oben. Denn wir haben hier oben eine Goldraune. Nice, perfekt. Das ist super gut. Das ist für permanente Tränke, meine ich. Gut, nachdem wir das hier abgeschlossen haben. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Wir haben ja eigentlich alles erledigt jetzt, ne? Wir müssten an für sich alles haben. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder zurück zu Martha und Co. und geben die Sachen ab. Und dann geht es natürlich weiter. Dann geht es natürlich weiter. Aber die ersten Erfahrungspunkte, die werden wir uns hier schon mal unter den Nagel reißen. Und wir sind immer noch keiner Fraktion beigetreten nach all diesen langen, ja, langen, langen Stunden. Also es ist halt schon unglaublich, aber das Spiel ist halt einfach total genial. Es ist... Also mir macht es unglaublich viel Spaß. Es gibt Leute, die meckern über das Spiel, der Schwierigkeitsgrad ist so hoch. Ja, natürlich, da kann man ja auch auf leicht stellen, ne? Oder man setzt sich mal mit ein bisschen Zeit mit dem Spiel auseinander, dann kommt man auch mit dem Kampfsystem gut durch. Aber ich finde es super. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Ja. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Gut. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit. Mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Ja, war ja klar, eine 100, ja, okay. Nee, wir sind nett. Das reicht vollkommen. Danke. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Bitte, bitte. Gut. Dann müssen wir... Lass mal eben überlegen. Dann müssen wir noch rüber. Und zwar zu dem Maschinenmeister-Crafter hier. Zum Maschinisten. Der war nicht hier. Hier war die Verwaltung. Da war irgendwo hinten in der Ecke. Irgendwo ganz hinten in der Ecke. Da müsste es entlang gehen. Haben wir sonst irgendwas abgeschlossen? Ich meine nicht, ne? Oh, warte mal. Hier liegt... Oh, guck mal hier. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Alles mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall uns später, denke ich mal, noch ein paar Sachen craften. Dafür müssen wir ja dann den Goldschmied lernen. Das werden wir auch noch tun. So, das hier ist gut. Das sieht genau danach aus, wo wir hin wollten. Was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Hallo? Kampfkoloss der Kleriker. Siehst du das? Die Roboter hier fangen an, Amok zu laufen. Ich habe dir den Auftrag gegeben, mir die KI-Chips der defekten Roboter zu bringen. Hab ich ja. Als ich gesagt habe, dass du dich beeilen musst, habe ich das wirklich ernst gemeint. Jetzt haben wir den Salat. Der erste ist schon ausgerastet. Beeil dich bitte. Sonst muss ich doch dazu übergehen, allen gefährdeten Robotern ihre Elex-Batterien zu entfernen. Ja. Ich fange mit diesem defekten Modell schon mal an, aber ich brauche die anderen Chips auch noch. Ja, okay. Ich muss den Fehler finden, so schnell wie möglich. Ja, ja, alles klar. So, erstmal Ende. Weg damit, klar? Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht. Sugar, Junge. Wir wollten nur den Kampfkoloss hier looten. So, mal eben kurz speichern. Oh, je, Mini. So, pass auf. Und zwar, Ich habe die KI-Chips der fehlerhaften Roboter. Das ist ja schön, dass du damit erst jetzt um die Ecke kommst. Ein bisschen spät, oder? Naja, wenigstens kann ich versuchen, dass es nicht noch mehr Chaos hier im Hort gibt. Gib her die Dinger. Ähm...
Ja, eigentlich ist es ja wirklich unsere Schuld. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier eintrifft. Na. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Mir kam etwas dazwischen. Na, immerhin hast du so viel Anstand, dich zu entschuldigen. Ja. Ich will mal nicht so sein und dich trotzdem bezahlen. Besser, ich habe die Chips spät bekommen als nie. Hm? Ja, eben. Wir sehen uns. Danke, Anna. Danke. Guck mal, ne? Man muss doch nur mal freundlich sein. Ne? Seid freundlich zu euren Mitmenschen. Dann läuft es auch. So, dann einmal zu dir. Diesen Kasten habe ich von deinem Lieferanten bekommen. Sehr gut. Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen. Du hast verschwiegen, dass du dich von einem Outlaw beliefern lässt. Das ist von der Führung so abgesegnet worden. In Notzeiten ist jedes Mittel recht. Du lügst. Was ist in dem Kasten? Ersatzteile. Das habe ich dir doch schon gesagt. Und jetzt probier es mal mit der Wahrheit. Da drin ist eine Ladung Stims. Aha. Sie halten mich wach. Und ich kann das tun, was die da oben von mir verlangen. Du weißt, dass Stims Elex enthalten. Sag bloß. Genau darum muss auch niemand außer uns beiden wissen, was in dem Kasten ist. Kapiert? War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich. Einen kleinen Anreiz, Verschwiegenheit zu bewahren, lege ich übrigens noch mit drauf. Hier. Nun gut, okay, ja klar. Ich meine, ich kann es ja auch verstehen, wenn wir, glaube ich, an seiner Situation wären, wäre das genauso scheiße für uns, ne? Ah, gut, komm, lass mal einfach durchgehen. Sollen sie selbst hier sich mit ihren nächtlichen Geschäfte. Finger weg, genau. Wo haben wir denn die Ursache und Wirkung? Wo ist denn das Lager der Mutanten? Ach, direkt hier oben im Norden. Ja gut, dann machen wir das natürlich auch mal eben. Mach erstmal nein, weil dann haben wir hier Hagen. Was haben wir mit Hagen am Hut? Achso, der hat uns die Aufgabe gegeben. Ja, ja, die Stims, ne? Die Stims, die sind es mal wieder. So, es wird, glaube ich, ein wenig eisig. Das wird zumal ein wenig interessant. Schaut euch mal diese richtigen geilen Wälle hier an, ne? Was wir hier noch alles finden werden, überall versteckt, in jeder Ecke. Oh, und wir haben direkt vor uns natürlich ein Vieh. Mal gucken, was wir haben. Hallo? Na? Ach komm schon, bleib doch hier. Hallo, Reißerchen. Da drüben. Haben wir gleich gerade einen Anzeigebug? Na, jetzt geht's wieder. So, wir sollen hoch in den Norden und gucken, warum die komischen Viecher irgendwo herkommen, ne? Wir müssen Hinweise finden. Ich bin mal gespannt. Wir können uns ja mit den untoten Kram oder mit den Monstern ja schon anlegen. So ist es ja nicht. Warum der Skex eigentlich noch mit Totenkopf markiert ist, weiß ich gar nicht, weil wir bringen den ja auch schon mit 3 Schüssen zu Fall. Kann aber auch sein, dass er auch wirklich böse ist. So. Warum haben wir denn hier eine Zigarette und einfach nur verdammt viel Blut? So, jetzt lass mich lügen. Wir müssen nach oben, ne? Ach, wir müssen den Weg da entlang folgen. Ach du Jemine, okay. Kriegen wir noch hin? Ach, ich sag euch, das wird interessant. Ja, ich werde mich, wie gesagt, ausgiebig hier umgucken. Ich werde natürlich jeden Stein umdrehen. Und dann bin ich echt neugierig, was uns hier in der Welt erwartet. Wir werden bestimmt den einen oder anderen Level-Up mit dazu bekommen. Das erklärt sich ja von selbst. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch ja auf dem Laufenden halten. Direkt 2 Steinklauen. Auch nicht schlecht. Und werde euch dann natürlich auch berichten, was ich gefunden habe, was wir so gemacht haben und wie stark wir geworden sind. So, jetzt bin ich ja mal neugierig. Wen haben wir denn hier? Ach, da oben ist noch so ein Vieh. Okay. Ja, den sollten wir eigentlich auch direkt mitnehmen. Die Steinklaue. Da drüben! Bevor es Probleme macht. So, war das nicht irgendwie in der Nähe vom Eisgebiet? Warte, speicher mal eben. Kriegen wir Schaden? Nee, ne? Es ist einfach nur... Okay. Hätte ja sein können, dass wir darauf noch aufpassen müssen. Das wäre es ja noch gewesen. Eieiei, das sieht aber nicht hier freundlich aus, ne?
Das sieht alles andere als freundlich aus. Da liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Darum werden wir uns dann gleich kümmern. Jede Menge Monster. So, die kommen hier aus der Höhle, ja? Oh, und ich sehe eine Menge roter. Da drüben! Oha, da kommen sie. Ich helfe dir! Ja, will ich auch hoffen. Ich greife an! Uah. Na? Haben wir auch. Boah. Ja, so ein Moloch ist wirklich unangenehm, ne? Aber guckt euch das mal bitte an. Die sind wirklich so verdrahtet, wie er es gesagt hat, ne? Boah, sind das widerliche Kreaturen. Unglaublich. Oh, ist das hässlich. Brrr, da krieg ich Gänsehaut. Unangenehm. Ah. So, dann wollen wir mal gucken. Warum kommen die denn hier hin? Ah, hier liegt doch schon ein Kleriker. Der wollte natürlich auch Beweise finden. So, ein bisschen Trockenfleisch liegt auch noch direkt mit dabei. Ist es das Elex, was die anzieht? Oder was ist es? Das Elex-Vorkommen. Das ist es also. Ein kleiner gelber Stein. Oh, schön. Davon hätte ich natürlich gerne noch mehr. Noch ein Kleriker, der hier tot liegt. Ja, immerhin. Dann können wir Hagen berichten, was es halt nun mal damit auf sich hat. Ne? Es ist das Elex, was die Viecher hier antreibt, hier hinzukommen. Noch ein toter Kleriker. Ah, je, so viele tote Kleriker. Hätten die einfach mal ein bisschen gewartet auf uns. Da wären nicht so viele draufgegangen. Aber okay, haben wir die nächste Mission abgeschlossen. Perfekt. Das läuft doch. Komm, dich können wir auch noch eben mitnehmen, auch wenn ich hier so und so eines Tages nochmal wiederkommen werde. Auf der großen Suche nach, ja, was weiß ich, nach dem Glauben. Der Wolf im Schafpelz, Ursache, ja, verlangt, ja. Der Lieferant, genau, der Dietrich will ja die nächtlichen Geschäfte. Nee, das ist es, der Lieferant. Wo müssen wir für den Lieferanten eigentlich hin? Och du Jemini, das ist ja nochmal eine ganze Ecke weg, aber das werden wir machen. Deswegen gehen wir nochmal zum Firmengelände, zum Vulkan und dann werden wir uns... Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, da glaube ich dir. Wenn ich ehrlich bin, ich auch. Dann werden wir uns doch hier noch ein bisschen umgucken. Und mal schauen, welchen Weg wir hier doch einschlagen können, um dann dorthin zu kommen. Es ist schon wirklich eine Ecke weg. Also hätte ich gar nicht so gedacht. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. So, mal hoch auf die Straße. Straßen sind immer perfekt. Da kann man sagen, was man möchte. Ach, guck mal, da hinten steht sogar noch ein Kleriker-Roboter hier. Wir müssen... Ja, eigentlich da, wo wir hingucken, ne? Wir müssen wieder runter auf die Hauptstraße. Ja, gut, auf geht's. Wir könnten ja eigentlich hier direkt die Hauptstraße benutzen. Der ist feindlich. Oh, bitte was? Warum bist du feindlich? Ups, was war das denn bitte? Da drüben. Wow, bitte was? Mit Pfeil und Bogen mal eben weggeschossen? Ein Kampfkoloss der Baureihe 7300. Ausgezeichnet. Defekt ist... Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Okay, ist das etwas für dich? Nee. Warum haben wir immer noch die Kampfmusik? Ach so, die Alps. Okay, keine Ahnung. Wir haben wohl irgendetwas, ja, haben wir. Wir haben es auf jeden Fall. So viel steht fest. Ja, da haben wir noch ein paar mehr Viecher. Können wir eigentlich den Weg hier oben weiter folgen, damit wir zu unserem Ziel kommen? Nein, nicht unbedingt. Wir müssen nach unten. Dann einfach mal mitten durch die Pampa. Wer ist denn da hinter uns? Achso, schon wieder so ein dickes Ding. Ich komme wieder, keine Frage. Ich komme wieder. Oh, Elixit. Ja, mitnehmen. Aber es ist so cool auch aufgebaut, ne? Es sieht halt einfach Wahnsinn aus.
Ich bin so ein großer Freund davon. Es ist halt unglaublich. Wir haben keine Pfeile mehr. Ist nicht dein Ernst. Ah, das ist ganz schlecht. Also müssen wir ordentlich Pfeile dazu kaufen. Das heißt, dann werden wir dich einfach mal so umhauen. Jetzt. Ja, gut. Dann halt wieder in den Nahkampf. So wie es sich gehört. Oh, schaut euch das mal an. Das sieht ja auch gut aus. Hier war so eine schöne kleine Stadt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Und was war hier? Trockenfleisch? Das hätte ich wahrscheinlich übersehen. Ach du Jemini. Ja, nimm mal ein Häppchen zu dir. Also ich weiß nicht, ohne Pfeil und Bogen ist das alles andere als angenehm. Und der Weg, ja, das ist noch ein Stück Weg, muss man dazu sagen, ne? Ja, nee, komm, das machen wir anders, Leute. Wir werden diese Aufgabe ein andern Mal abschließen. Ich werde mich natürlich jetzt weiter meines eigenen Weges begnügen. Das heißt, wir werden erstmal zurück nach Goliath gehen. Ich werde dort eine Menge Pfeile einkaufen, um uns natürlich die Taschen wieder voll zu machen. Ich werde unsere restlichen Utensilien verkaufen, werde je nachdem vielleicht noch einen Elex-Trank herstellen. Wir haben hier jetzt ein paar Händler gefunden. Und dann gucken wir da einfach mal, was so passiert noch in der offenen und schönen freien Welt. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Genießt das Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel alleine mal zu spielen, Leute. Also es ist wirklich eine Kaufempfehlung hier an meiner Stelle. Und das ist kein Produktplacement oder irgendwas anderes. Es ist eine faszinierende, schöne Welt à la Gothic-Feeling. Und mit dem Kampfsystem kann ich euch nur den Rat geben, nutzt einfach die Zeit, wenn ihr gerade mal so eine Stunde habt oder so, und setzt euch damit auseinander. Es ist wirklich halb so wild und im schlimmsten Fall stellt er wirklich auf einen leichten Schwierigkeitsgrad. Ich meine, wir spielen ja auf normal und ich denke mal, irgendwann kommt dort die Zeit, da werde ich es dann auf schwer stellen oder noch höher. Aller Anfang ist schwer, ne? So, bis zur nächsten Session. Bis dahin.